Ja, hallo zusammen. Ja, jetzt nochmal die zweite Scheide vom Heiko. Ja, und Messer natürlich. Also bis gleich. So, Messer Nummer 2 vom Heiko. Eine Art Scanner. Hat diesmal alles ein Finish. Schneide auch wieder hinter der Phase ziemlich ja, dick, aber nicht ganz so dick wie das andere. Die Spitze ist halt eben ein bisschen misslungen, sagt er. Also die ist ein bisschen rund geworden. Sieht man auch, ne? Ja, die Phase schön spiegelpoliert. Vielleicht auch ein bisschen zu dick vorn, finde ich. Vielleicht den Scandi hier ein bisschen weiter reinziehen müssen. Dann wäre die Spitze ein bisschen dünner oder ein bisschen filigraner ausgefallen. Die Multi würde ich klasse, passt. Wenn ich so schneidende Bewegung mache oder so. Die Griffform finde ich auch sehr schön. Mit so einer kleinen Multi mal bloß, nicht so groß. Ja, dann mit der Messingpins, Lanyard-Öse, auch aus Messing, auch wieder gelbe Liner, diesmal Mikata, dunkles Grün. Den Griff hält etwas gerader als bei dem anderen, finde ich ein sehr schönes Messer. Ich schnitze noch mal ein bisschen, mal gucken, wie es schlägt. Nicht so drauf bekommen. Das ist das, was er sagte. Das schneidet nicht so toll. Dann war das das und nicht das andere. Hat ja ziemlich zu tun. Wahrscheinlich im die Schärfe ist eigentlich gut, aber wahrscheinlich einfach zu dick in dieser Phase. Und durch diesen niedrigeren normalen Scandi kann man sagen, wird der Winkel halt noch größer. Und das macht es dann schwer, weil das fast nur spaltet und eher weniger schneidet. Nichtsdestotrotz habe ich noch eine Scheide gebaut. Was mich da ein bisschen geritten hat, weiß ich auch nicht. Ja, die ist mal ein bisschen moderner, ein bisschen auf moderner gemacht. Und habe mir da relativ freie Hand gelassen. Hat eigentlich schon gesagt braun. Ich habe ihn halt gefragt, ja, ob klassisch wie die anderen zum Beispiel oder halt ein bisschen modern. Ja, das ist halt dabei rausgekommen, aber auch so Flammen, ein bisschen punziert. Einfacher Naht diesmal ist relativ einfach gehalten. Natürlich ist der Keter auch wieder relativ stark, dadurch sitzt das Messer auch nicht so fest drin, wie bei dem anderen auch schon gesagt. Ja. Ich meine, es rutscht noch nicht raus, aber wenn man dann richtig schüttelt, könnte das schon passieren. Das kann man jetzt, wie gesagt, technisch nicht viel anders machen. Ja. Das liegt an diese hohen Klingen. Da passiert das manchmal. Weil der Griff muss ja auch noch irgendwo hin. Also ich habe jetzt auch noch keine bessere Lösung dafür gefunden, ohne dass es vielleicht, wie soll ich sagen, ein bisschen scheiße aussieht. Gut, das war mal kurz die Vorstellung. Heiko, nochmal vielen Dank für die Messer und fürs Vertrauen. Ich hoffe, du bist dann zufrieden, wenn du die zwei Schätzchen bekommst. Ja. Gut, bei allen anderen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war's schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Wir sehen uns. Mach's gut.